Ganz genau so ist es. Diese rote Nase gehört zur Grundausstattung eines jeden Clowns. Und ob es mir heute gelingen wird, die Kinder zum Lachen zu bringen, wird sie heute zeigen. Der Clown Popo ist auf jeden Fall derjenige, der mich heute einschult und der mir heute alles zeigt. Und den suche ich mir jetzt. Seit 9 Jahren steht Clown Popo auf der Bühne. Mit einer Mischung aus Clownerie und Zaubershow begeistert er die Kinderherzen. Hinter der Maske steckt Siegfried Krische. Ohne Schminke ist der Clown kaum wiederzuerkennen. Ich wäre um 16 Uhr der Clown Popo. Das Kostüm allein macht natürlich noch keinen Clown aus. Deshalb muss Patrick zuerst die richtige Mimik und Gestik lernen. Das Allerwichtigste, du musst einmal richtig dumm schauen. Probier's einmal. Auf Kommando dumm schauen. Super, gut gemacht. Dumm schauen ist gar nicht so einfach, auch wenn man das passende Gesicht dazu hat. Okay. Das ist nicht lustig, das ist schrecklich. Ja, das ist mein Gesicht heute. Darüber lachen die Kinder bestimmt. Aber zu einem Clown gehört noch mehr. Das Wichtige ist beim Clown, dass der Clown nach außen hin doch etwas der Tollpatschige ist. Ein Mensch, über den die Kinder lachen können. Und genau das probieren wir jetzt einmal. Wir probieren einmal von dieser Seite auf diese Seite zu gehen, auf eine Art und Weise, dass es witzig wirkt. Ich zeig's dir einmal vor. Zum Beispiel. Ja. Aber nun ist deine Kreativität gefordert. Zeig einmal. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott ist nicht so besonders gut. Probier mal. Kinder lieben den tollpatschigen Clown. Aber ohne buntes Kostüm ist es besonders schwierig, lustig zu sein. Ich gehe auf die zu und genau, die schau. Und jetzt gibst mir du die Hand. Das Wichtigste ist das Timing. Sonst funktioniert der beste Gag nicht. Der zweite Teil des Showprogramms, ein Klassiker der Zauberkunst. Patrick soll ein Tuch wegzaubern. Eine Stunde vor dem Auftritt. Patricks Verwandlung kann beginnen. Du, Sigi, was machst du eigentlich im normalen Leben? Du bist Berufsclown. Nein, ich bin nicht Berufsclown, obwohl es sehr schön ist, Clown zu sein. In meinem normalen Job bin ich Polizist. Wie kommt man da dazu? Man sagt dann einfach so, jetzt will ich Clown, oder? Naja. Wie kommt man dazu? Das ist so gewesen, dass meine kleine Tochter damals 3 Jahre alt war und ich habe einen Clown gebucht gehabt und der Clown hat leider abgesagt und aufgrund dessen bin ich eingesprungen. Da war ein Bub tatsächlich dauernd, wie er mich gesehen hat, am Hintern klopft und ich hab dann einfach Popo gesagt. Und so ist der Name entstanden und es hat ihnen gefallen. So gut, dass Sigi als Clown Popo mittlerweile ganz Österreich bereist. Vom kleinen Kindergeburtstag bis hin zum Wiener Donauinselfest. Wer weiß, vielleicht schafft es Patrick auch dorthin. Optisch geht unser Reporter jedenfalls schon als echter Clown durch. Das Kostüm macht den Look perfekt. Jeder Clown ist individuell. Die Kleidung, die Gesten, die Mimik und das Clownsgesicht. Deshalb wartet hinter der Bühne nicht mehr Patrick auf seinen Einsatz, sondern Clown Hachi Pachi. Mein bester Freund heißt Hachi Pachi. Immer viel nachdenken jetzt. Was? 3 Punkte. Erstens, du darfst nicht sprechen. Ich spreche. Bist stumm. Hier ist unser Hachi Pachi. Zweitens, du musst wirklich dich bemühen, dass die Kinder über dich lachen. Also du musst lustig sein. Und drittens, du musst dich an unsere Abfolge halten. Hand und so und so. Das sind die 3 Punkte, okay? Der erste Gag auf der Bühne. Wenn Patrick als Clown Hachi Pachi auf sein Timing vergisst, geht der Witz in die Hose. Und Kinder sind ein besonders kritisches Publikum. Boah! Hachi Pachi, grüß dich! Das Timing sitzt. Patrick kommt bei den Kindern gut an. Hachi Pachi, komm mal ein bisschen zurück. Als nächstes werden wir vor den Kindern dieses Tuch verschwinden lassen. Schau genau. Also, du nimmst das einmal. Zweimal, dreimal und stopfst es da rein. Einfach reinstopfen. Schau, ganz, aber nicht nur mit einem Finger, das ist wichtig, sondern mit allen Fingern musst du das ganz fest reinstopfen. So, und jetzt, Hokus, Lokus, Zaubernokus. Also, und nun machst du langsam die Faust auf und schon ist das Tuch verschwunden. Super, oder? Hachi Pachi, wir machen das nochmals. Patrick fühlt sich auf der Bühne immer wohler. Wie es sich für einen ordentlichen Clown gehört, bringt er die Kinder richtig zum Lachen. Und damit der Zaubertrick diesmal klappt, hat Patrick eine gute Idee. Nur dürfen ihn die Kinder nicht verraten. Und
dann macht man den Zauberspruch Hokus, Lokus, Zauber, Nokus und schon ist es verschwunden. Da schaust du aber, oder? Zeig her. Ja. Clown Popo konnte Patrick hinters Licht führen, die Kinder allerdings nicht. Die Stimmung kocht, für Patrick ein voller Erfolg. Und alle Kinder klatschen für den Hati Bati 100 Mal in die Hände. Hati Bati, tschüss, hast gut gemacht. Komm her zu mir. So, aber Kinder. Ich kann es euch sagen, das ist eine ganz neuartige Erfahrung für mich, direkt mal auf der Bühne zu stehen. Und ich habe es wirklich genossen und ich glaube, es ist wirklich was geworden, denn die Kinder haben gelacht. Und das ist die Hauptsache und jetzt kann ich Gott sei Dank entspannt das restliche Programm verfolgen. Ha. Die Kinder halten die Daumen, überschränken die Hände. Eben, wenn die Kinder mal lachen, dann hat